Das Böse triumphiert allein dadurch, dass gute Menschen nichts unternehmen. USS Midway, Persischer Golf 1991, Operation Desert Shield. Es war ein Tag, den ich aus vielen Gründen nie vergessen werde. Ich dachte immer wieder, das muss ein Traum sein. Aber ich wachte nicht auf. Ich wachte einfach nicht auf. Die Wahrheit ist, dass wir in einer gefährlichen Welt leben. Einer Welt, in der die Schwachen nach den Starken rufen. Finsteren Zeiten das zu tun, was notwendig ist. Ich tue nicht so, als ob ich die Antworten weiß. Ich kenne nicht einmal die Fragen. Es ist mein Job. Es ist mein Job, das zu tun, was notwendig ist. Single Team 6 eröffnet sofortige medizinische Evakuierung. Uns wurde ein Transport garantiert. Eagle 5-6, es kommt welche rein. Medizinisches Personal aufs Deck. Beeilt euch! Davis, mach das nochmal und ich töte dich mit meinen eigenen Händen. Biochemische Kriegsführung ist real, Ladies and Gentlemen. Erinnern Sie sich an Ihre Ausbildung. Die Entscheidungen, die Auswahlmöglichkeiten sind nicht immer einfach. Was meinen Sie damit, Chief? Denn während die Zeit vergeht, denken die Politiker nach. Und die Welt wartet. Leichen. Verdammte Leichen, zu Tausenden aufgestapelt wie menschliche Ameisenhügel. Dieser Saddam Hussein ist kein schlauer Mann, aber hier hat er mal seinen Kopf benutzt, dieser Hundesohn. Hier ist Thunderbird, stehen unter feindlichem Beschuss. Over. Captain, bereiten Sie das SEAL Team 6 für einen Sondereinsatz vor. Wir haben Feindkontakt, er bittet Erlaubnis zum Angriff. Over. Und ich will nicht darüber diskutieren. Wir brauchen Ihre Erlaubnis, Sir. Over. Gehen Sie ans Funkgerät. Tun Sie es. Wir werden den Jungs jetzt mal richtig einheizen. Over. Ja, wir können sie sehen. Sie kommt direkt auf euch zu. Knallt sie ab. Over. Das ist doch totaler Mist, wenn wir die Not in den Luftschlag rufen lassen. Lassen Sie mich das machen, Chief. Ich krieg das schon hin. David, sollten Sie sofort einen Krankentransport. Verschanzen Sie. Wir haben noch 4 Stunden. Wir werden gerade an diesem Leben, als euch lieb ist. Mein Kapitän ist unterwegs. Grünes Licht für Luftschlag. Ich hab dir gesagt, dass ihr noch nicht bereit seid. Hör auf den Funk. Wenn der Pilot nicht lebt, dann trete ich dir persönlich in den Arm. Ich kann es nicht glauben. Ich habe noch mal 700.000 Röcke. Schätzt.
sind 20 Meilen vom Treffpunkt entfernt, Jabba. Schafft eure Ärsche sofort da raus. Du hast deine Position nicht gedeckt, jetzt sind wir im Arsch. Schickt den Strand zum Leuchten oder wir werden alle sterben. Sofort! Das Ziel Team 6 wurde lokalisiert, Sir. Die Männer sind informiert. Chief McKay stellt gerade das Einsatzteam zusammen. Ich habe Ihre Fragen gelesen, Herr Vorsitzender. Mir ist bewusst, dass Sie und der Präsident schnelle Antworten wollen. Die Aktivitäten von SEAL Team 6 sind streng geheim. Was? Ich bin Vorsitzender vom Streitkräfteausschuss des Senats und deshalb habe ich hier die Entscheidungsgewalt. Bei allem Respekt, Sir, ich glaube, die haben Sie nicht. Das ist lächerlich. Ich habe eine Freigabe für Langley, das Verteidigungsministerium und den Heimatschutz. Hören Sie, lassen Sie uns jetzt endlich zur Sache kommen. Das SEAL Team 6 ist unsere erste und letzte Option bei der Terroristenbekämpfung. Diese Männer sind allerhand verlesen von Mac persönlich und niemand geht so weit wie Sie. Niemand. Das ist es, wovor ich Angst habe. McFar ist eine Belastung. Und das stinkt nach einem politischen Albtraum. Politisch? Was meinen Sie damit? Das Geld kommt aus Washington. Sie wollen doch, dass ich die finanziellen Mittel für diese Operation genehmige. Aber der Präsident sieht das alles durchaus nicht optimistisch. Nun, wir wurden nicht für Optimismus ausgebildet, Herr Vorsitzender. Sie werden so oder so bezahlen müssen. Das verspreche ich Ihnen. Ihr Ton gefällt mir nicht, Commander. Dann lassen Sie es mich auf die nette Weise erklären. Sie bezahlen entweder Profis, die diesen Job erledigen können, die speziell dafür ausgebildet wurden, oder Sie bezahlen für die Beerdigung von vielen amerikanischen Jungs, meinen Jungs. Und der politische Albtraum, von dem Sie sprachen, geht dann erst richtig los. Das hier ist kein Spiel. Ich spiele keine Spiele, Herr Vorsitzender. Ich bilde Männer aus für das, was sie tun müssen. Und das ist nicht immer schön. Also scheiß auf die Politik. Sie müssen das entscheiden. Und wie soll ich das tun mit nur einer Option? Zum Glück für Sie ist es meine Option. Und das heißt, ich muss Ihnen vertrauen? Ja, aber ich Meinen habe Sie diese etwa, Männer dass ich für diese Sache das Geld zum Fenster rausschmeißen? McFar ist ein Risiko. Das ist mein Risiko, Sir. Darf ich Sie mal unterbrechen, Gentlemen? Ich muss Sie unbedingt sprechen, Herr Senator. Haben Sie vielleicht etwas Zeit für mich? Aber gewiss. Ich bin mir sicher, Sie haben gute Nachrichten für mich, Captain. Wie lautet Ihr Missionsplan? Ein Team. 24 Stunden. Wir können alle Bomben abwerfen, die wir haben. Aber wir brauchen Männer. Und zwar auf dem Land. Das einzige Team, das dafür in Frage kommt, ist das Team 6. Diese Männer sind unberechenbar. Chief Mackey stand schon zweimal vorm Kriegsgericht. Das stimmt. Aber ich kann Ihnen versichern, die Männer sind die allerbesten auf diesem Gebiet. Verdeckte Operationsscheiße. Die haben damals zwei Würdenträger in Serbien umgebracht. Das war einfach nur Pech. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Sie müssen sich ja mit dieser Scheiße nicht herumschlagen. Ich kriege ein Problem, wenn Ihre Männer Mist gebaut haben. Die Jungs haben lediglich ihre Pflicht getan. Das waren kriminelle Waffenhändler und keine serbischen Würdenträger. Die serbische Regierung hat das aber anders gesehen. Was ist jetzt, ja oder nein? Also ein Team. Das ist Ihr Plan? Ja. Allein die Entfernung zwischen den Zielen. Die Chancen, dass Sie nicht entdeckt werden, stehen wirklich nicht sehr gut. Außerdem haben Sie eine mobile Giftgasanlage. Das wissen Sie doch hoffentlich, oder nicht? Ja, ja, Sir. Das ist wirklich eine sehr ernste Situation. Wir können ja noch eine Weile darüber diskutieren, wenn Sie wollen. Aber das kostet Zeit und die haben wir nicht. Der Präsident hört auf Sie, Sir. Es ist an der Zeit, dass wir jetzt endlich handeln. Und damit meine ich sofort. Sie sind ja verrückt. Das kann ich zu 100% bestätigen, Herr Senator. Hören Sie es? Kontaktieren Sie McFay und in die Luft mit ihm. Ja, Sir. Aber Sie tragen die Verantwortung. Danke, das ist die richtige Entscheidung. Wagen Sie es nicht, mir zu danken. Sie sind mir jetzt zwar schuldig. Denn wenn diese Sache schief läuft, dann schicken die mich zur Hölle, aber dann werde ich Ihren Arsch mitnehmen, ist das klar? Nein. Das müssen Sie sich erst noch verdienen, verstanden? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Sir. Hier ist Mac. Gibt's irgendwas Neues? Ja, Sir. Socom steht in Verbindung mit der USS Midway. Bleiben Sie dran. Die Midway? Wo zum Teufel sind die? Davis, im Persischen Golf. Einsatzbereit in den nächsten 2 Tagen. Operation Desert Shield. Desert Shield. Wir sind wieder zurück im Spiel. Ich hoffe, Sie wissen, dass wir erst in 90 Tagen einsatzbereit sind. Ich habe immer noch Männer, die sich erholen müssen. Darauf können wir keine Rücksicht mehr nehmen, Sir.
Captain Chambers, hier ist Mac. Was ist los? Ich weiß, was in Serbien passiert ist. Und ich weiß auch, dass ihr Jungs ziemlich fertig seid. Aber ich brauche euch für einen neuen Einsatz. Mac, bitte kommen. Wir sind nicht mehr vollständig, Sir. Wir haben unseren Funker verloren, Perkins. Wir brauchen einen neuen Mann. Ersetzen Sie ihn. Wir haben eine wirklich sehr ernste Situation am Golf. Ich brauche euch auf diesem Flugzeugträger um 6 Uhr. Over. Mac? Mac, bitte kommen. Verstanden, Sir. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. So kenne ich dich. Und? Und nichts. Wir müssen ins Trainingscamp gehen. Sofort in Kraft treten. Operation Desert Shield. Keine Fehler. Das ist kein Spaß hier, meine Herren. Wir sind im Krieg. In einer Woche werden amerikanische Truppen und Koalitionstruppen den Feind auf irakischem Boden angreifen. 600.000 irakische Soldaten und 2.000 gepanzerte Fahrzeuge wurden an Land bestätigt. Tausende sind schon gestorben und ich garantiere Ihnen Folgendes. Das ist die feindlichste Umgebung, in der Sie je gewesen sind. Es sind Spezialeinheiten schon vor Ort, in diesem Augenblick. Und es werden in den kommenden Tagen noch mehr Truppen geschickt. Mr. Saddam Hussein, könnt ihn bitte einer für mich töten? Er hat die Kurden 39 Mal mit Giftgas angegriffen. Er hat über 5000 Leute seines eigenen Volkes getötet. Aber seit gestern hat er den Mut, sich mit uns anzulegen. Er sagte, wenn amerikanische Truppen, und damit meint er euch, wenn amerikanische Truppen seine Armee angreifen, dann werdet ihr Zeuge der Mutter aller Schlachten. Ich wiederhole, der Mutter aller Schlachten. Nun, er hat nicht damit gerechnet, dass Daddy mal nachschaut. Was macht Daddy? Daddy schaut nach. Ja, genau, Daddy schaut nach. Ich habe grünes Licht bekommen für unsere Mission. Unterstützung? Ziel Nummer 2 ist bereits an Bord. Sie fliegen uns um die halbe Welt als Unterstützung. Wir werden sehen. Ist ja sehr schön. Wo zum Teufel steckt eigentlich Tito? Fort Bragg. Er testet die neue Absprungausrüstung. Der Kerl hat sich freiwillig gemeldet. Ziemlich verrückt. Mal sehen, ob er kommt. Er kommt schon. Davis. Ja, Chief? Was soll ich tun? Schnapp dir die Tasche. Ja, mach ich. Biochemische Kriegsführung ist real, Gentlemen. Erinnern Sie sich an Ihre Ausbildung. Das hier wird euer Leben retten, aber euch nicht davon abhalten, euren Job zu machen. Und jetzt treten wir diesem Saddam in den Arsch, alles klar? Ja, Sir. Sie haben eine Waffe, nur aus einem Grund. Also benutzen Sie sie. Tausende sind schon tot, erschossen von den Irakern. Wir werden unsere Feinde besiegen und wir werden nicht versagen. Haben wir uns verstanden? Ja, Sir. Und jetzt weggetreten. Hier ist Super 6-5. Bin bereit. Ruf over. Ich sollte eigentlich Urlaub bekommen in 3 Tagen. Ich hatte mich schon mit 2 brasilianischen Schönheiten verabredet. Ein kleines Häuschen am Strand, so viel Mojitos wie ich will. Hatte ich schon die 2 Brasilianerinnen erwähnt? 2. Verdammte Schande. Was denkst du, Will? Sollten wir ihn vielleicht diesmal aussetzen lassen? Ja, versucht mal ohne mich loszugehen. Mal sehen, was passiert. Ihr und eure Mädchen. Ich suche am Wochenende Vorhänge für das Kinderzimmer aus. Idioten. 6-5, hier ist der Schauer. Macht euch bereit zur Aufnahme. Hier ist 6-5, over. Hey, Neuer. Du trägst meine Tasche, okay? Also, wie gefällt dir mein Team, Davis? Auf meinem Arsch zu sitzen ist der schlimmste Job der Welt.
gute Antwort. Major? Master Chief? Danke für den Begleitschutz. Das ist unser Job. Sagen Sie dem Chief, dass diese Unterhaltung nie stattgefunden hat. Ihr Jungs wart niemals hier. Wir waren nie irgendwo, Sir. Von diesem gottverdammten Team, dann solltest du dich vielleicht ein bisschen mehr anstrengen. Hast du verstanden? Ja, Sir. Siehst du das? Das sind Jetabgase. Ihr werdet sie lieben, spätestens nach dem Mittagessen. Wie oft habe ich dir schon gesagt, Davis, du sollst 6 Uhr denken? Ja, Sir. Hier ist Ghost Rider. Der Mittenstarterlaubnis. Alles gecheckt. Over. Start erlaubt ist erteilt. Bringt die Vögel in die Luft. Viel Glück. Davis! Ja, Sir? Du sollst in der Formation bleiben! Ja, Sir. Wir mögen unser Training nicht. Wir lieben es! Alles Roger. Wir sind in der Luft. Wir melden uns später. Wir melden uns, wenn wir das Zielgebiet erreicht haben. Bisher sehen wir noch nichts. Over. Erbitten Freigabe zum Feuern. Captain, erbitten Freigabe. Sehen den Feind direkt vor uns. Over. Wir arbeiten heute sehr hart. Oder nicht, Davis? Ja, Chief. Ich habe ein gutes Auge für Talente, Davis. Ich glaube, du bist eins. Zeig's mir. Wir verdienen uns unsere Streifen jeden Tag. Na los, Bewegung! Oh, schöne Scheiße, was muss ich eigentlich noch alles machen, um diese Jungs mal zusammen zu brechen? Bereit zur Landung. Mach das verdammte Deck frei. Over. Was ist das? Dieses Deckchen gehört uns, kommt später wieder, klar? Antwort ist, wir haben ein Zielteam an Bord. Das ist der Moment der Wahrheit. Und es ist
Panzer SEAL Team 6. Was? Was machst du da, Mann? Liegestütze. Was nennst du Liegestütze? Haben sie dir das bei den Rangers nicht beigebracht, Mann? Doch, Sir. Ich bin mir nicht sicher bei dem neuen Chief. Ich glaube, er kann nicht mehr. Vielleicht hast du recht. Wie viele haben wir? 146, Chief. Und der Tag ist noch nicht mal rum, Davis. Warum gibst du nicht auf, Neuer? Und holst den Törtchen ab. Wenn du keins haben willst, ich hole mir eins. sauer. Na los, er will's wissen, ne? Guck schon, los. Eins, zwei, drei. Jawohl. Schnauze, Davis. Wir kriegen dich. Ich hab es dir gesagt. Wir kriegen dich schon, Davis. Ja, yeah, wir kriegen dich. Ich glaube, Davis wird nicht aufgeben. So ist es, Chief. Ich gebe niemals auf. Das werden wir noch sehen, Davis. Schaut euch das an. Der alte Mann zeigt es den Jungen. Ich bin immer noch der Beste. Irgendwelche Fragen? So wird das gemacht. Davis. Sir? Komm her. Danke, Chief. Du hast es verloren. Nein, Sir. Nein, Sir? Stellst du mich jetzt mal eine Frage? Nein, glaubst natürlich nicht. Du hast was verloren. Das hier. Schon okay. Willkommen in der Familie, Junge. Willkommen, David. Was ist los, Bruder? Bist du jetzt mein Bruder? Ja, komm schon. Hey, denkst du, dass du jetzt nach dem Junge bist? Du beschwerst mich für die Nacht. Aber du bist mein Bruder, Junge. Du siehst nicht dumm aus, aber du bist ein Ziel. Glückwunsch, Junge. Willkommen. Danke, danke. Verdammtes Arschloch. Willkommen bei uns. Glückwunsch. Kümmert euch um ihn. Hey, Chief, warten Sie. Wo geht's hin? Seien Sie ehrlich, ich kann's vertragen. Das wird ein verdammter Höllentrip. Das habe ich mir schon gedacht, Chief. Ich kann es fühlen, Chief. Das weiß ich. Wann geht es los, Chief? Keine Ahnung. Scheiße, das glaube ich Ihnen nicht, Chief. Ich dachte, dass du aufgibst. Hey, sind wir im Urlaub oder was? Ladet eure Magazine auf und stellt euch wieder auf. Ja, Chief. Ellen, schnell, ne? Also, denken Sie, Davis ist schon soweit? Ja, das ist er. Ja? Wie schon gesagt. Ich denke mal, es gibt kein Trinkgeld für diese Operation. Ganz ruhig, Roberts. Das ist nicht sein erstes Mal. Er kommt schon klar. Ja, ich denke mal, es war noch nie so für ihn. Noch nie so. Hier spricht Admiral Timmons. Legen Sie los, Herr Vorsitzender. Wir haben eine gewisse Dichte bei diesen Kanistern. Verdammt. Das ist zweimal so viel Giftgas als erwartet. Schön, dass Sie das bemerkt haben, Sir. Sollen wir den Stecker ziehen oder den Abzug drücken? Ich weiß, dass Sie das Team von Mac aus einem Grund geschickt haben. Ich will, dass Sie mir eines versichern, Admiral. Ist dieser Plan überhaupt durchführbar? Der letzte war nur halb so kompliziert und ist total schiefgelaufen. Kriegen Sie es diesmal hin? Stillgestanden! Master Chief! Sir! Gentlemen! Mir ist bewusst, dass Sie gehört haben, was in den letzten Tagen passiert ist. Ohne die Lufthoheit werden wir das nicht hinkriegen. Jedenfalls nicht heute. Es ist an der Zeit, dass Sie sich Ihren Sold verdienen. Sir, was sollen wir tun, Sir? In die Stadt eindringen und Zielpunkte für chirurgische Luftschläge setzen. Captain, meine Jungs werden Ihnen Deckung aus der Luft geben. Spectre Gunships, Tomcats und Stealth, wenn nötig. Ich werde Sie nicht verarschen. Wir arbeiten noch an den Details mit Jamal, unserem irakischen Kontaktmann. Das wird nicht einfach. Die Zeit läuft uns davon, Gentlemen. In 4 Tagen werden unsere Truppen den Feind an der kuwaitischen Grenze angreifen. Und wenn dieser Scheißkerl sich entscheiden sollte, unsere Jungs zusammen mit den Kuwaitern zu vergasen, dann werden wir verdammt nochmal eine ganze Menge Särge brauchen. Sir, was ist unser Job? Eine Aufklärungsmission. Finden Sie raus, was an der Sache dran ist. Ich wurde gefragt, ob Saddam Hussein das Giftgas auch wirklich benutzt. Ich erinnere mich nicht mal an meine Antwort.
aber es ist mir scheißegal, ob sie ja war oder nein. Heute Nacht hat das sich ausgespielt. Ist das klar? Ja, Sir. Ja, Sir. Viel Glück, Gentlemen. Sie springen in einer Stunde ab. Wegtreten! Kommen Sie mal her, Mac. Ja, Sir. Haben Sie den Scheiß nicht langsam satt? Sie sind der letzte Dinosaurier. Sie kennen mich, Sir. In der Unterzahl zingelt, blutend. Hält mich jung, Sir. Misserfolg ist keine Option. Noch nie gewesen, Sir. Wir sind startklar, Sir. Warten auf Anweisung. Over. Zeigen Sie es ihnen. Das habe ich vor, Sir. Macht euch bereit für den Start, Jungs. Grüß die Ketten, Jungs. Los, schnell, schnell, es geht los. Hauen Sie weg, Schweine. Der Spaß ist los. Genieß den Trip, Junge. Ja, sicher. Kannst du schwimmen? Hm? Hast du Angst vor Haien? Nein, Sir, habe ich nicht. Hast du nicht? Das werden wir noch sehen. Hey, hört mir zu. Wir machen das gründlich. Keine Fehler. Rein und wieder raus. Keine Fehler. Fehler? Zur Hölle, nein. Nicht diesmal. Hey, bist du aufgeregt? Ein bisschen. Keine Angst, es ist wie beim Training. Du schlägst hart und schnell zu. Alles klar? Und du hinterlässt keine Spuren. Und immer schön den Rücken decken. Sie können auf mich zählen, Chief. Und wenn du die Funksprüche versaust, dann werden die Vögel nicht kommen. Und wenn die Vögel nicht kommen, dann... sterben wir. Und bevor das passiert, werde ich dir meinen verdammten Stiefel in den Arsch rammen. Verstanden? Bereit machen! Wir haben grünes Licht! Los, los, los! Alle raus! Alles gut, bestätigt. Die Blitz auf. Die Jungs, das will ich nicht kennen. Wir bleiben in der Nähe. Ich habe es, Chief. Davis, bleib dran. Okay, nimm ihn in die Hand. Wir ziehen das ganz leise durch.
gelandet, Captain. Die Männer sind gerade im Wasser. Sie schwimmen auf die rumänische Küste zu. Over. Die Jungs sind gelandet, Sir. Was sagt das verdammte GPS? Zeig's mir. Tito, klettere auf die Anhöhe und sag mir, was da Sache ist. Los, weiter, wir haben keine Zeit. Bewegung! Davis, gib mir ein paar gute Neuigkeiten. Wir können das nicht tun, Chief. Die ganze Passage ist blockiert. Wir haben einen Bunker, 50 mm Geschütze und wahrscheinlich auch Scharfschützen. Ich sehe feindliche Panzer. Da sind jede Menge Panzer und es kommen immer mehr dazu. Was sollen wir machen, Captain? Zulu läuft geradewegs in die Falle. Vergrößere das Zielgebiet. Beeilung, los. Hinter dem Hügel sind irakische Panzer. Vorsicht, Zulu! Mindestens ein halbes Dutzend Panzer. 1,5 Meilen voraus. Und jede Menge irakischer Truppen. Wir haben auch keine Möglichkeit, sie von außen zu umgehen. Wir wissen noch nicht mal, ob hinter dem Berg noch mehr sind. Okay. Sagen Sie an, Chief. Wenn wir nicht vorhaben, 5 Meilen zu kriechen, sage ich Scheiß drauf. Wir haben alle gewusst, dass es hier keine Party wird. Ja. Okay. Wir gehen mitten durch, Gentlemen. Auf mein Zeichen. Davis. Ja, Sir? Funk durch. Jetzt wird's heiß, Gentlemen. Firestorm, hier ist Echo 18. Wir haben 6 Ziele. 4-2 Alpha, T1 in Bewegung. Das nordöstliche Ziel ist stationär. Wir sind schon auf dem Weg, Captain. Wir heizen ihn ein. Keine Sorge, wir sind gleich da. Nein, bei euch, Jungs. Hier ist Echo 18, Zulu 18. Wir haben keine Sichtung. Überprüfen Sie Ihre Position. Over. Ich korrigiere die Position. 4-7 Alpha. Das ist doch wohl ein Scherz, Davis. Was soll die Scheiße? 4-7 Alpha, ich wiederhole. 4-7 Alpha. Willst du uns verarschen? Du willst Funker sein? Hat der Pilot dich überhaupt verstanden? Ach, fick dich doch! Ey, hör auf, lass mich in Ruhe, lass doch los, du Idiot! Verarschen, Junge, was willst du überhaupt von mir? Bleib ruhig, dreh nicht durch, verdammte Scheiße! Ich dreh nicht durch! Komm wieder runter, verstanden? Er hat es begriffen. Das sollte er auch. Dieses verdammte Arschloch. Davis. Ja, Chief? 4-7 Alpha? Ja, das Gebiet da vorne. Ich brauche keine Erklärung. Ja. Tito. Du, Will, komm her. Was sollen wir tun, Chief? Tito, du und Will, ihr nehmt den Hügel da vorne ein. Hört zu, okay? Auf mein Zeichen. Und ich will, dass ihr das leise durchzieht. Verstanden? Verstanden, Chief. Hey, Chief. Ich habe keine Lust zu sterben, nur weil der Neuling mit dem Funk nicht klarkommt. Ach, leck mich doch. Wir müssen alle irgendwann sterben. Ja, wenn der Idiot mich tötet, dann bin ich ganz schön angepisst. Ich wette $50, dass der Pilot nicht kommt. Wenn er sein Ziel nicht trifft, dann wirst du dein Geld nicht einsammeln können, Mann.
Ich hab keinen Bock auf Friendly Fire. Ich stehe auch nicht auf so eine Scheiße. Wenn er uns trifft, hast du eh nichts von deinem Geld. Hör dir das an. Davis, geh da hoch. Davis, mach das normal und du wirst die Nacht nicht überleben. Ach, leck mich doch. Ladies, ihr könnt später weiter flirten. Könnten wir uns jetzt vielleicht auf unseren Job konzentrieren? Ich bin immer konzentriert. Der Junge macht mir einfach nur Sorgen. Black Knight 3-1. Luftunterstützung ist unterwegs. Ankunft in 5 Minuten. Frage an Wohntruppe. Was ist mit dem Nebel? Ist der Rauch bestätigt? Over. 3-1. Kein Rauch. Ich wiederhole. Kein Rauch. Zulu bittet um eine einminütige Vorwarnung. Wir befinden uns 1000 Meter südlich. Der endgültige Angriffscode ist 224070. Black Knight bestätigt. Der endgültige Code lautet 224070. Ankunft in einer Minute. Erwarten weitere Anweisungen. Over. Erbitten Feuer auf 2 Ziele. 2 Ziele. Over. Wir geben unser Bestes. Zulu. Wir graben den Boden um und erwecken den Tod wieder zum Leben. Over. Bestätige. Verstanden. Over. Männer. Wir sind spät dran für unser Treffen mit Jamal. Wir erhöhen das Tempo. Doppelte Geschwindigkeit. Hey, du Hurensohn, was machst du hier? Ich muss wichtige Dokumente nach Bagdad bringen. Los, zeig sie mir. Lass mich mal raten. Das ist Jamal. Komm raus, ich trau dir nicht. Los, komm raus, stell dich dahin. Für wen arbeitest du? Los, hinsetzen. Du bist ein Verräter. Du arbeitest für die Amerikaner. Nein! Du bist ein Verräter. Nein, bin ich nicht. Du bist ein Spion. Nein! Los, rede! Es gibt keine Deckung. Sie werden uns kommen sehen. Rede oder wir knallen dich ab. Na los! Vielleicht ist es ja gar nicht. Er ist es. Los, steh auf. Mit dem Gesicht zum Wagen und Hände hoch. Du bist ein Verräter. Du arbeitest für die Amerikaner. Nein! Du bist ein Spion. Nein! Bleib cool, Jamal. Los, dahin. Los. Sollen wir dich abknallen? Nein! Rede oder wir erschießen dich. Ich weiß nicht. Los, rede schon, du Schwein! Rede schon, du verdammter Verräter! Die Kerle machen ihn fertig.
Was ist da drin? Nichts. Was ist da drin in diesem verdammten Laster? Gar nichts. Mist, Gerl. Was für ein Glück. 5 Meilen schwimmen, den ganzen Tag rennen und jede Menge Panzer. Und diese Idioten wollen uns unsere Mitfahrgelegenheit stehlen. Du willst mich wohl verarschen, Jamal. Du bist 2 Meter groß, schlag zu. Los, rede schon, oder willst du sterben? Nein. Los, sag schon, was du weißt, du verdammter Spion. Nein. Du lügst mich daran. Wow, 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 wow. Ganz ruhig bleiben, Chef. Kriegen Sie das hin, Mac? Müssen Sie umlegen? Ihr Hunde! Ich sag die Wahrheit, ich bin kein Verräter. Ich kann über Funk nachfragen. Die sagen mir schon, ob sie dich kennen. Verdammt, Sie haben Funk. Ist heute Ihr Glückstag, Mac? Würdest du vielleicht mal bitte die Fresse halten? Sie werden mir sagen, ob du einer von uns bist. Los, rede. Ich glaub dir nicht. Du bist ein amerikanischer Spion. Das tue ich nicht. Also gut, das ist nicht anders gewollt. Er hat sie erwischt. Ich hab's doch gesagt. Das war mehr als eine Meile. Das war doch wohl nicht schwer. Ich wusste, dass Sie das sagen würden, Chief. Ausrücken! Jamal! Jamal! Du bist ein amerikaner Freund. Du hast uns verraten. Nein! Dafür musst nein, du sterben. Nein! Du wirst dafür bezahlen, dafür, dass du uns verraten hast. Du amerikaner Freund. Jamal! Jamal, sie sind alle tot! Hast du gehört? Sie sind alle tot! Geh da nicht hin, Jamal! Geh da nicht hin! Du kannst ja nicht mal ein paar Autodiebe ausschalten. Komm schon. Sanchez, Roberts, schafft die Leichen hier weg. Ihr seid zu spät. Zu spät? Sie hätten mich beinahe umgebracht. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, es ist hier wie im Wilden Westen. Nur mit Panzern. Aber ein Danke wäre schon ganz nett. Also, wie geht's dir? Hey, atme durch, Mann. Atme. Tief durchatmen, ganz tief durchatmen. So ist gut. So ist es gut. Die Dokumente. Die medizinischen Dokumente. Sie sind da. Hast du sie? Da unten. Davis! Da. Davis? Ja? Hol sie dir. Okay, Jamal, hör zu. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Wir haben nicht viel Zeit. Okay? Steig in den Laster und bring uns dahin, wo wir hin müssen. Okay? Okay. Das tue ich. Ladet die Kerle da auf. Ey, ist alles gut. Es ist vorbei. Ey, bleib cool. Du bist genauso cool wie John Wayne. Du Scheißkerl, bist du okay? Bist du okay? Ja. Ich bin in Ordnung. Mir geht's gut. Alles cool? Cool, ja, wie ein Eisbär. Los, komm schon, Jamal. Los, Beeilung. In den Laster. Wir brauchen dich als Fahrer. Steig ein. Hast du die Schlüssel? Sie sind im Laster. Beeilung, Jamal. Na los, wird's bald. Steig ein. Okay. Wenn es Ärger gibt, dann duck dich. Dann geh in Deckung. Hey, Chief. Was? Was ist mit diesem Kerl da vorne? Was meinst du? Was für ein Kerl? Der Typ, der den Laster fährt. Keine Sorge, wir können ihm vertrauen. Das ist mein Junge, er ist gut. Ja, aber heute muss er besser sein als gut. Er ist nur sehr nervös. Beruhige dich, was uns verricht, das ist klar? Scheiße. Chief, wenn Sie auf Davis setzen, dann setze ich auf Jamal. Worüber reden wir ja eigentlich, hä? Ich sag euch mal was, ihr solltet euch alle verdammt nochmal ganz schön zusammenreißen, denn wenn diese Tür da aufgeht, dann sitzen wir alle ganz schön in der Scheiße. Der Kerl da vorne riskiert seinen Hals genauso wie wir. Hey.
das ist? Er ist Kurde. Er hat 11 seiner Angehörigen verloren, als Saddam Hussein sein Dorf vergast hat. Einschließlich seiner Frau und seiner Tochter. Er gehört zu uns. Hören Sie, hier ist Major Peter. Ich habe die Verantwortung, verstanden? Ich brauche 5 Minuten, verstanden? Chief, wir sind bereit zum Abheben. Warten Sie, Lieutenant. Nur ein paar Minuten. Haben Sie verstanden? Es ist etwas Persönliches. Ich brauche nur ein paar Minuten. Gib dem Chief ein paar Minuten. Das kann nicht sein. Nein, sag mir, dass es nicht wahr ist. Sag mir, dass du nicht zurückgehst. Hey, beruhige dich. Sag es mir. Es tut mir leid, Cass. Ich habe keine andere Wahl. Für Gott und Vaterland, richtig? Das Team ist ein Teil deines Lebens, ha? Aber das bin ich auch. Und nicht nur ich, auch dein Sohn. Hör auf damit. Nein, du hast es versprochen. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann das nicht mehr ertragen. Ich habe ihn genauso geliebt wie du, Cass. Ich habe ihn vor 88 Tagen beerdigt und ich behalte ihn im Herzen. Das ist alles, was ich tun kann. Nein, das ist es nicht. Wir haben jetzt keine Zeit für den Scheiß. Ich habe verstanden. Du hast im Krankenhaus nicht geweint und noch nicht einmal auf seiner Beerdigung. Du kannst ja nicht einmal seinen Namen sagen. Sein Name ist Tristan. Er war wunderschön und er hat genauso gelacht wie du. Und sein Vater war sein Held. Tristan. So sah er aus. Glaubst du etwa, ich weiß nicht, wie mein Sohn ausgesehen hat? Er hat einen Namen. Ach, das weiß ich auch. Ich sehe ihn jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, Cass. Ich habe alles an ihm geliebt. Er war 8 Jahre alt, als er starb. Und er war mein Held. Mein Held. Ich hielt ihn in meinen Armen, als er seinen letzten Atemzug tat. Willst du wissen, was er zu mir gesagt hat, was seine letzten Worte waren? Ich kann nicht mehr. Willst du es wissen? Es war ein Unfall. Weißt du was, Baby? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Du bist mein Ein und Alles, Baby. Du bist mein Leben. Hörst du das? Ja. Aber all die Tränen und all die Worte werden ihn nicht zurückbringen. Verstanden? Ich weiß es. Du bist kein Roboter. Du hast auch Gefühle. Geh schon. Aber wenn du deine Augen schließt, möchte ich, dass du eines weißt. Als wir geheiratet haben, wusste ich, dass es Sachen gibt, über die du niemals mit mir reden willst. Aber dein Sohn, unser Baby, unser Junge, gehörte nicht dazu. Ich will's nicht. Nicht heute. Oder nicht? Nicht heute. Sie haben exakt 60 Sekunden. Verdammt, würden Sie ihn holen? 60 Sekunden. Haben Sie verstanden? Bitte kommen. Wir müssen los. Hey, Chief, es wird Zeit, wir müssen los. Ich muss gehen, Baby. Nur noch eine Minute. Ich liebe dich, Baby. Ich dich auch. Ich muss gehen. Natürlich. Sie müssen jetzt einsteigen, Sir. Okay. Devon. Was waren seine letzten Worte, Devon? Ja.
wissen. Und sie die ganze Sache hinter sich lassen. Das habe ich schon. Alles wird gut. Zu, Männer. In 2 Minuten sind wir auf dieser Straße. Wir gehen vor wie immer. Lärm ist unsere letzte Option. Wir schlagen schnell und hart zu. Davis. Ja, Sir? Ich würde gern glauben, dass Sie das hinkriegen. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin, Chief. Vorsicht. Warnung. Seien Sie vorsichtig. Kann sein, dass da welche drin sind. Nur Sie warten. Kommando, ist zu. Typ 2-Kontrolle. GBU 16 auf das Alpha-Ziel. Bitte bestätigen Sie das. Bestätige. Wir greifen an den Schuss. Angriff in 5 Minuten. Und bitte keine Verspätung. Sobald ich das Zeichen gebe, löscht ihr sie aus. Zoologie ist meistens auch auf 40 Dänen. Bitte kein Zeichen. Bitte rein, bitte genau sein. Over. Bandit 561. Night Stalker soll in der Luft bleiben und schießt alles ab, was auch nur aussieht wie ein Panzer. Ja, Mr. President, wir haben gute Neuigkeiten. Es sieht wirklich sehr gut aus.
Danke, Sir. Wir haben Sie. Es ist noch nicht vorbei. Holen Sie sofort Admiral Timmons ans Funkgerät. Sagen Sie ihm, dass seine Jungs uns heute stolz gemacht haben. Jeder Einzelne von Ihnen. Warte, 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 warte! Und jetzt? Wir sind 2 Meilen von unserem Wegpunkt entfernt. Wir haben Informationen, dass irakische Truppen dort hinter dem Hügel sind. Was zum Teufel geht hier vor? Nix, gar nix. Vielleicht geht euer Satellit nicht richtig. Das kann doch sein, oder nicht? Vertraust du mir? Ich traue nur meinem Gefühl. Du traust mir doch, Devon. Du traust mir doch, oder? Ja, ich vertraue dir. Dann vertrau mir jetzt. Alles klar. Weiter geht's. Komm schon. Gute Arbeit. Mach weiter so und du darfst bei uns bleiben. Danke. Ich glaube, ihr schuldet mir jeder $50. Guter Junge, was hast du anderes erwartet? Ach, scheiß drauf. Der Junge wird frech, das gefällt mir. So ein verdammter Glückspilz. Was meinst du? Ich sehe eine Menge Panzer, Chief. Der verdammte Terminator ist nichts gegen dich, Jamal. Siehst du? Davis, ruf durch. Duck dich. Bleib in Deckung. Ich werde doch nicht meinen Arsch riskieren. Geh in den Laster da. Ja. Seal Team 6. Wir haben ein mögliches Ziel. Ein mögliches Ziel auf Echo 6. Kontakt, Hügel. Keiner bewegt sich. Scheiße, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Chief, auf 9 Uhr. Was ist? Alles klar? Ich sehe nichts. Rote Hose, weißes Hemd. Verdammt, das ist ein Junge. Oh, fuck. Das ist doch wohl ein Scherz. Oh. Hoffentlich geht er vorbei. Was hast du hier zu suchen, Junge? Sulu, hier ist die Kommandostation. Feindtruppen, komm schnell näher, auf 6. Ihr Ziel hat gerade höchste Priorität bekommen. Los, verschwindet von dort. Ein Kind, Williams. Ein Kind. Los, weiter vorrücken. Wir können nirgendwo hin, Chief. Teufel ist Jamal. Verdammt, was machen wir denn jetzt? Slick. Geh da runter, aber leise. Jetzt schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir, aber lebendig. Chief, schalt ihn aus, bevor die Späher ihn sehen. Keine Angst, ich habe ihn im Visier. Ich hole ihn, ich hole ihn. Aber mach keinen Lärm, verstanden? Mach es leise. Was machst du hier? Wir haben 10 Minuten. Oh, 10 Minuten bis zum Kontakt. Ich krieg das schon hin. Verdammt. Chief, was sollen wir tun? Davis konnte den Funkspuren nicht zu entführen. Zwing mich nicht dazu. Nur noch eine Minute, Chief. Was ist unsere Mission, Mac? Chief, schalt ihn aus. Jetzt läuft nicht. Jamal hat ihn gleich. Er hat ihn gleich. Nur noch 15 Meter. Da sind 2 irakische Bataillone hinter dem Hügel und ihr habt Giftgas dabei. Du weißt, dass wir dieses Ziel markieren müssen. Sie sehen ihn gleich. Nicht schießen, ich bin Freund. Was ist unsere Mission, Mac? Ja, noch 30 Sekunden. Schalt ihn aus. Oh.
hat ihn getroffen. Hierher! Zulu, verschwinden Sie von dort! Wir müssen dieses Ziel schnell markieren. Los, alle bewegen sich. Jetzt. Tito, folgt mir. Los, wir holen ihn. Das ist Selbstmord. Lass ihn doch da liegen. Markier das Ziel, Slick. Wir sehen uns im Laster. Tito, ich frag dich nicht noch einmal. Alles okay, Chief. Los. Hier ist Echo 11. Wir brauchen eine sofortige medizinische Evakuierung. Wir sind unterwegs. Wir haben hier einen verletzten Zivilisten. Wir brauchen sofort medizinische Unterstützung. Tito, ich brauche sofort eine Aderpresse an seinem Arm. Freunde. Du hast 3 Sekunden dafür. Los, beeil dich schon. Davis, wo bleibt die medizinische Evakuierung? Ich brauche sie. Sofort. Wofür denn? Der Junge stirbt doch sowieso. Oh Gott. Gott. Was hattest du da draußen zu suchen, hä? Verdammt nochmal, los, hilf ihm! Ich versuch's ja, verdammt nochmal! Gib ihm Morphium! Ich hab ihm schon Morphium gegeben! Dann gib ihm noch eine Dosis! Dann kriegt er einen Schock! Er hat ein Loch in der Größe eines Baseballs in seinem Rücken, verdammt nochmal! Oh, verdammte Scheiße! Hier ist Echo 11. Wir brauchen sofort eine medizinische Evakuierung! Wir haben hier einen Verletzten! Was? Er will... Was? Wir haben hier einen verletzten Zivilisten! Davis! Ich brauche die medizinische Evakuierung jetzt sofort! Los, mach schon! Ich brauche sie jetzt! Sie sollen sich beeilen! Er verblutet hier! Los, Beeilung! Besorg mir sofort eine medizinische Evakuierung! Was zur Hölle macht ihr da, verdammt nochmal? Wir sind hier kein ziviles Krankenlager, verstanden? Das weiß ich, Sir, aber wir haben hier einen verletzten Jungen! Er muss in ein Krankenhaus und zwar sofort! Verschwindet von da, klar? Wir brauchen einen Rettungshubschrauber und zwar sofort! Kannst du mich hören, Sohn? Hörst du mich? Was zum Teufel? Wo bleiben Sie? Er hat aufgelegt. Gott, verdammt nochmal! Verdammt! Ich hab's gleich! Ich hab's! Was soll das? Er stirbt doch sowieso. Was? Lasst uns hier abhauen, Chief. Los, gib mir das! Gib es mir! Verdammt nochmal! Verdammt nochmal! Ich glaube, er stirbt! Er atmet kaum noch. Atme! Los, atme! Stirb mir jetzt hier nicht weg, verstanden? Atme! Los, atme! Du bist ein guter Junge. Du darfst jetzt nicht sterben. Los, bleib hier! Bleib hier! Los, komm schon, atme! Atme! Atme, Tristan! 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 Bleib bei mir, Tristan! Rufen Sie den Notruf an! Los, schnell! Was? Er ist tot. Tristan, er wird doch wieder. Wo warst du? Tristan, er wird wieder gesund. Tristan, steh wieder auf. Er ist tot. Cassandra, er ist tot. Steh auf, Tristan. Cassin, er ist tot. Was hast du getan? Er ist tot. Nein, er ist nicht tot! Verdammt! Verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt! Tut mir leid, mein Junge.
Bestätige, Zulu hat das Ziel markiert. Roger, bitte komm. Wiederhole, keine Kommunikation, keine Kommunikation. Hier ist Firestorm 4-5, bestätige. Keine Verbindung zu Zulu. Wir haben den Kontakt vor 2 Minuten verloren. Was zum Teufel ist da los, Captain? Erwarten weitere Anweisungen, haben keinen Kontakt zu Zulu. Was zum Teufel ist da los? Dragon, Maverick, Eagle Claw, Ihre Schicht. Hier ist Nightstalker, fliegen über Zielgebiet. Mac hat alles im Griff. Alles im Griff. Over. Verdammt nochmal, Mac. Tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hätte... Nein. Das geht auf meine Kappe. Allah hat ein Lächeln für diesen Jungen. Wir hatten keine andere Möglichkeit. All die ganzen Leben, die wir heute Nacht gerettet haben. Ich werde beten. Das ist nicht nötig. Warte einen Moment. Er hat etwas geflüstert. Bevor er starb, hat er noch was gesagt. Jamal. Was hat er gesagt? Er sagte, er wollte sich entschuldigen. Die Wahl war einfach, sagte der Master Chief. Das Blut von einem Jungen für Tausende von Seelen. Vielleicht sogar Millionen. Sterben, damit andere leben können. Er war nur ein weiteres Opfer dieses Krieges. Kein Name, nur ein flaches Grab. Ohne Erinnerung. Wie er schon sagte, es war einfach. Halt den Laster an! Alle raus! Alle raus! Raus aus dem Laster! Wir müssen hier alle raus, Chief! Los, Jamal! Wir kriegen Gesellschaft! Los, Bewegung! Hauptquartier, hier ist Zulu. Wir verlassen den Transporter. Die Landezone ist heiß. Wiederhole, die Landezone ist heiß. Sammeln uns bei der Landezone. Wir haben Kontakt. Scheiße, das wird hässlich. Das ist mindestens ein Bataillon, Chief. Scheiße, sie haben uns bereits flankiert. Nutzt die Gräben als Deckung. Wir dürfen uns hier nicht festnageln lassen. Wir müssen hier weg. Haltet die Linie auf mein Zeichen. Jamal? Ja? Auf geht's. Halte dich an Sanchez. Geht! Los, weiter! Geht! Komm schon, Will! Sanchez auf 3 Uhr! Knall den Mixer ab! Weiter! Zielgebiet, Sir. Mac, schaffen Sie die Männer ins Wasser. Wie lange dauert das, verdammt nochmal?
3 oder 4 Minuten. Minuten? Wir haben nicht mehr als 60 Sekunden. Wir sind im Anflug. Verdammt nochmal, 2-5 ist im Anflug, verstanden? 2-5 ist im Anflug. Verstanden, 2-5 ist im Anflug. Bewegung, los, weiter! Hier ist 2-5, wir sind im Anflug. Echo 11, ziehen Sie sich zurück. Zur Landezone Charlie. Echo 11, ziehen Sie sich zurück. Zur Landezone Charlie. Wieder nach Hause. Wir haben hier mögliche Sichtungen, Commander.
Wir sehen hier drei Männer am Strand. Ich glaube, einer hat es ins Wasser geschafft, Sir. Nur einer. Rescue 1-4, bitte geben Sie Unterstützung. Die Hubschrauber sollen in die Luft. Schicken Sie Seal 2, wenn es sein muss. Die Rettungsteams sind jetzt schon seit 3 Stunden am Boden, Sir. Wir tun, was wir können. Aber ich glaube, keiner lebt vom Strand entkommen. Das ist ein Seal-Team-Pilot. Die geben nie auf. Ich wette mit Ihnen, dass mindestens einer im Wasser ist. Suchen Sie weiter. Haben Sie mich verstanden? Ja, Sir. Haben verstanden. Over. Ich möchte hier gern optimistisch sein, aber wenn Sie noch leben, dann sind Sie wahrscheinlich nur verwundet. Aber was mir am meisten Sorgen macht, ist, dass das Wasser nachts sehr kalt ist. Sehr kalt. Entscheidungen, zu denen niemand gezwungen werden sollte. Entscheidungen, von denen unvorstellbar viele Leben abhängen können. Er würde sagen, dass die meisten davon leicht sind. Aber die Männer, die ihn kannten, kannten auch die Wahrheit. Er starb 1 Stunde später. Kommen Sie, Chief, öffnen Sie Ihre Augen. Der Krankentransport ist hier. Kommt schon, Leute, wir sind hier. Kommt schon, wir sind hier, verdammt. Hier spricht Captain Chambers. Hören Sie zu. Ich glaube, wir haben sie gefunden. Sie sind im Wasser. Sind Sie okay? Das ganze Team ist im Wasser. Aber Chief Mack ist im Kampf gefallen. Er ist tot, Sir. Wir begruben den Jungen in der Wüste. 1 Stunde lang. Der Commander uns über Funk anschrie. Aber es war egal. Die Wahrheit ist, dass der Chief mehr begraben hat als nur den Jungen. Er begrub auch ein paar Dämonen aus der Vergangenheit. Wisst ihr was? Vielleicht haben wir das alle auf irgendeine Weise getan. Das Blut von 2 Seelen. Der erste, der aus dem Flugzeug springt und der letzte, der ins Wasser geht. Sterben. Andere leben können. Ich glaube nicht, dass der Chief das anders gewollt hätte. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot ist. We'll be right back.
kann das jetzt nicht tun, Cass. Ich habe ihn geliebt und ich habe ihn beerdigt. Das war vor 88 Tagen. Ich liebe dich. Ich weiß. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, was mit diesem bösen, großen Wolf los ist. Er ist groß und böse. Und wahrscheinlich kann er auch Karate. Aber das SEAL Team 6 würde ihm schon zeigen, wo es lang geht. Hey, Mac, bring deine Leute her und zeig es diesem Idioten. Okay? So läuft das. Hey, Tristan, nur noch 10 Minuten. Du musst morgen zur Schule. Okay. Das war der große, böse Mama-Wolf. Ins Bett. Du musst morgen zur Schule, hm? Wenn du willst, kümmert sich das SEAL-Team 6 auch um sie. Sie würde nicht mal merken, was sie getroffen hat, denn ich bin zu schnell, viel zu schnell. Ich bin der Beste. Hey, das habe ich gehört. Ich liebe dich, weißt du das? Bring ihn jetzt ins Bett. Er muss morgen zur Schule. Oh. Weißt du was? Ich glaube, sie kapiert nicht, dass ich der Anführer eines SEAL-Teams bin. Ich bin der Master Chief. Er hatte einen Sohn in seinem Alter. Sein Name war Tristan. Du hättest ihn gemocht, da bin ich ganz sicher. Zur Hölle mit der Landezone, der Junge wird jetzt erst begraben. Er hat etwas geflüstert, bevor er starb. Bevor er starb, was hat er gesagt? Er wollte noch sagen, dass es ihm leid tut. Was war das Letzte, was er zu dir gesagt hat? Er hat gewusst, dass er auf der Straße nicht skateboarden darf. Er sagte, dass es ihm leid tut. Hör zu, ich... Sei hart. Oder geh nach Hause. Ich geh nach Hause. Ich werde sie vermissen, Chief. Ich dich auch, Junge. Wir haben für Gott gekämpft. Und für unser Land. Doch ich frage mich nur, ob Gott uns vergeben wird. Für all das, was wir getan haben. Das muss er nicht, Chief. Das muss er nicht. Du musst auf dich aufpassen, Junge. Und pass auf mein Team. Ja. Und wenn du das nicht tust, dann werde ich dir höchstpersönlich in den Arsch treten. Hast du verstanden, Davis? Ja, Chief. Danke, Chief. Thank you.
Ich hatte einen Traum in dieser Nacht. Ich träumte, dass die Welt ein sicherer Ort war und alle Antworten waren glasklar. Ja, und dann wachte ich auf. Und alles, was ich sah, war Dunkelheit. Ich glaube, dass jeder an einem Punkt in seinem Leben aufwacht und sich in der Dunkelheit wiederfindet. Cassandra, das war vor 3 Jahren und vielen Tagen. Aber wisst ihr was? Ich denke, am Ende fand der Chief seine Vergebung. Und der kleine Mann da vorne ist Devin Junior. Er ist ein hübscher Junge. Cassandra sagte, dass sie am Tag des Einsatzes von ihrer Schwangerschaft erfahren hat. Ich schätze, dass sie dachte, dass der Chief schon genug um die Ohren hat. Ich weiß nicht, ob er es wusste. Wie gesagt, Entscheidungen sind niemals einfach. Ich liebe dich so sehr und ich vermisse dich. Ich wünschte, du wärst jetzt hier, um unseren kleinen Devin zu sehen. Du wärst so stolz auf ihn, ich wäre mir sicher. Versprochen, das nicht zu tun. Devin, einen fröhlichen Jahrestag. Am Ende des Tages hört man auf, nach Antworten zu suchen. Wir schauen darauf, wer wir sind und wofür wir stehen. Und alles läuft auf Aufopferung hinaus. Der Senator hat endlich kapiert, dass der Frieden seinen Preis hat. Der wird mit Blut bezahlt. Es läuft immer alles auf die Ehre hinaus. Vom Admiral bis zum einfachen Soldat. Und für alle diejenigen, die jemals gedient haben. Es läuft auch auf Bruderschaft hinaus. Wo das Leben eines Freundes mehr wert ist als dein eigenes. Und das ist okay. Männer, die mehr sind als nur Brüder. Und schließlich läuft es auch auf Mut hinaus. Den Mut zu haben, weiterzuleben und immer sein Bestes zu geben. Hey Liebling, vergiss nicht deinen Hubschrauber, Devin Junior. Er hat seinen Vater nie kennengelernt und nie erfahren, was für ein Mann er war. Aber das wird er. Verstehen Sie? Er ist ein Teil von uns allen. Unser Sohn. Er gehört auch zum SEAL-Team 6. Dieser Film ist den wahren Helden gewidmet. Den US Navy SEALs. Den US Special Forces. Und all den mutigen Menschen, die diesem großartigen Land gedient haben.